Wir haben da mal ein paar Fragen. Was genau ist eine Glasfaser? Wie der Name es schon sagt, ist es eine dünne Faser aus Glas. Sie ist dünner als unser Haar, genauer gesagt 250 Mikrometer breit. Warum ist die besser als Kunst? Und der kann ja alles so mitmachen. Wer hilft mir, wenn ich etwas am Anfang nicht kann? Und was muss man dafür alles haben? Wenn man da mitmacht, kostet das viel. Was macht man mit einem Gleisroboter und was ist das?